Okay, es geht weiter. Ein neuer Meilenstein, das Chaos-Turnier. Soweit habe ich noch nicht gespielt, 3 Jahre später. Oh. Oh, Die lassen sich aber Zeit. Hey, seht mal, wer da ist. Yeah. Oh, wow. Euch habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Hey, Bulma. Wo sind denn alle? Sind sie noch nicht hier? Oh, meine Güte, lauter Frauen um mich. Was für ein Schock für die alte Pumpe. Weg von mir, du alter Esel. Alte Pumpe. Uff, du könntest etwas höflicher sein. Wer das wohl sagt? Hä, wo wir gerade dabei sind, warst du nicht mit Yamshu zusammen? Was ist mit ihm passiert? Der Typ, oh, der ist praktisch in dem Moment abgehauen, als wir die westliche Hauptstadt erreicht haben. Er ist auf einer Einzeltrainingreise und hat mich natürlich zurückgelassen. Ohoho, Yamshu auch, was? Krillin ist aus dem gleichen Grund weg, weißt du? Sokugo hatte vor 3 Jahren großen Einfluss auf sie, kein Zweifel. Ja? Kennst du diesen Mann? Nein. Hey, alter Mann, schön, dich lebend zu sehen. Du siehst auch gut aus. Wo sind Krillin, Yamshu und Tenshinhan? Sind sie bereits los zu ihren Vorbereitungskämpfen? Warte. Auf keinen Fall. Es ist Sokugo. What the fuck? Hä? Wen zum Teufel habt ihr denn erwartet? Okay, gut. Der Regen lässt endlich etwas nach. Das ist ein Scherz. Bist du wirklich Sokugo? Was? Du kennst mich nicht? Du erkennst mich nicht nur, weil ich das hier auf dem Kopf habe? Ich nehme es ab, siehst du? Da, seid ihr Jungs jetzt überzeugt? Aber eines gibt mir zu denken. Seid ihr Typen alle eingelaufen oder was? Du bist gewachsen, Sokugo. Oh ja, schätze. Ich habe ein paar Zentimeter zugelegt, was? Hey Bulma, deine Lippen sind voll rot. Bist du krank oder so? Das nennt man Lippenstift. Also das ist echt ein Schock für meine alte Pumpe. Dein Schwanz hat hier nichts zu suchen, Mann. Hey, wir sind auf dem Rückweg alle aufeinander gestoßen. Schön, dich wiederzusehen, Roshi. Er reagiert nicht besonders. Oh, er ist nur überrascht, wie sehr wir uns verändert haben. Sieh doch, Mutten Roshi, bin ich nicht sehr gewachsen? Hahaha. Du siehst toll aus, Krillin. Hä? Dann ist wohl die ganze Bande hier. Sokugo? Sokugo? Ja? Sokugo! Du Rumtreiber, wie schön dich zu sehen. Ich könnte dir nicht einmal danken, Mist. Das ist Sokugo? Schätze schon. Er ist so gewachsen, Mann. Hey! Kampfkunsttempel. Achtung, alle Teilnehmer am Wettkampf. Die Vorrundenkämpfe beginnen gleich. Bitte in die Kampfarena melden. Tja, schätze, es geht los. Wir sehen uns später, okay? Sicher, mach mich stolz. Tja, die Musik geht ja richtig langsam. Viel Glück, alle. Hast du mir meine normale Uniform gebracht? Oh, sei nicht albern. Du bist jetzt schon weit genug deinen eigenen Weg gegangen. Du musst nicht den Rest deines Lebens deine Schulkröten-Schuluniform tragen. Mir ist so langweilig. Junge, wann fangen die Kämpfe an? Okay, was gibt's hier? Fest verschlossen. Okay, glaub, man kann später da rein. Kaufen. Kämpferzeichen, Schutzzeichen, Ausweichzeichen, nee. Auf der Kiste steht, wer auf nichts als Kraft wird, okay. Aber draußen geht die Musik dann richtig langsam. Sehen wir mal, ich gehe mal erstmal rum und guck mir mal alles an. Wo ist mein Mann und denn nur hin? Er ist abgehauen. Scheidung, Leute, Scheidung. Das ist der Ausgang. Wenn du rein willst, geh zurück und nimm den Eingang rechts. Oh. Hündchen. Das ist eine Sackgasse, okay? Okay, ich kann mit Hunden reden. Leute. Okay, ich kann da nicht rein. Also momentan kann ich hier nichts machen. Also nur anmelden. Ja, geh raus. Du
Was für ein Kämpfer werden die dieses Jahr sehen? Das ist so aufregend. Ran Fan ist mein Mädchen. Ihre sexy Angriffe sind die besten. Würde sie mir doch einen davon verpassen? Du bist so ein Idiot. Beim letzten Turnier hat sie dich im Nu besiegt. Du machst mich krank. Hm, da steht einer wohl auf Schmerzen. Katze? Es sind wirklich harte Zeiten hier. Sie könnten mir wenigstens etwas zu essen da lassen. Miau. Tempofrucht. Katze nicht füttern. Wieso? Ist ja ein Schmarotzer. Aber speichern wir mal mit Son Goku. Welches Level ist er denn jetzt? Ich hoffe nicht eins. Ach, 4 ist der Mann. 4. Epi anzuhalten macht keinen Sinn. Du musst sie einsetzen, weißt du? Okay, wenn du das meinst. Hab ich welche? 0. Das ist die Krankenstation. Mach keinen Blödsinn, sonst muss ich Überstunden machen. Kiefrucht erhalten, okay. Es lohnt sich immer alles anzugucken. Da kann man ein paar Items bekommen, die man im Kampf dann. Also, wenn man. Hey, what the fuck? Hier war irgendein Typ. Was machst du da? Ich verstecke mich hier nur. Sag meiner Frau nicht, dass ich hier bin. Ah, das ist der Mann von der. Ich wusste so, dass er abgehauen ist. Wer bist du denn? Mein Geist ist willig. Nichts kann mich erschrecken. Ich bin wohl die einzige Frau. Schapapa? Wer ist Schapapa? Ey, die kennen wir doch. Die kennen wir alle. Okay. Wer bist du denn, grüner Mann? Ich werde dir ein, zwei Sachen beibringen, Rotznase. Ja, okay, werden wir sehen, du kleine Ratte. Wenn wir uns im Kampf wiedersehen, werde ich dich verprügeln, so schnell wie es geht. Okay, wir haben ja alles angeguckt, jetzt gehen wir mal uns speichern, weil das werde dann zu lange dauern. Aber erstmal ein paar Items einsetzen. Kiefrucht, Son Goku. Tempofrucht, Son Goku. Weil er davon zu wenig hat und er am wenigsten unter und er ist am unterlevelsten hier. Schön ist es anstrengend. Ah ja, okay. Das muss die Arena sein. Okay. Der Zirkus. Sag jetzt nicht, ich musste den rechten Weg gehen, um mich anzumelden. Ja, ich musste wohl den rechten Weg nehmen. Egal. Wie schnell der ist, Son Goku. Schade, dass man nicht laufen kann. Oder? Kannst du laufen? Okay, das ist laufen bei ihm. Das sieht eher aus wie gehen. Egal, ich gehe mich jetzt anmelden, damit der Kampf eigentlich beginnen kann. Also gut, sind alle bereit für die Vorrunde? Ja! Es geht los. Alle Teilnehmer, danke für die Geduld. Wir sind bereit, die Vorrundenkämpfe für den 23. Weltkampf zu beginnen. Dun, 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 dun. Bald danach erhebt sich der Vorhang für das 23. Kampfsport-Weltturnier. Okay. Oh! Son Goku, Krillin, Yamcha und Tenshinhan nehmen alle teil, damit sich ihr anstrengendes Training lohnt. Die Gruppe kämpft mit ganzer Kraft, um die Weltmeisterschaft zu meistern. Ah! Aha! Nach einer Reihe offener Kämpfe ist der Turnierplan der Meisterschaft mit dem Namen der stärksten des Landes gefüllt. Scheiße. Piccolo. Der hat ja noch gefehlt. Unter ihnen befindet sich Piccolo Junior, die Wiedergeburt von König Piccolo. Piccolo Junior hat vor, Son Goku bei der Meisterschaft zu besiegen und die Welt zu erobern. Erobern, ja. Bye-bye. In deine Fresse, verdammt. Das ist voll geil gemacht, das mit den Bildern. Noch nie sind so starke Kämpfer angetreten. Gott selbst macht mit, um Piccolo Junior aufzuhalten. Doch selbst er ist kein Gegner für ihn. Also das ist Gott. In dieser Menschengestalt da. Er hat sich da getarnt.
Und als das Finale ansteht, kommt es zum entscheidenden Treffen von Son Goku und Piccolo Junior. Ich glaube, ich hätte trainieren gehen sollen. Warte, kann ich bei den kämpfen? Glaubst du nicht, du hast genug Kraft? Wieso kämpfst du nicht dann nicht gegen mich? Ah, ich kann dann gegen ihn kämpfen. Kann trainieren. Was kann er? Kombination mache ich mal. Kombi. Okay, Kamehameha. Das originale Kamehameha. Okay, weg. Wartet mal. Okay. Ich muss echt leveln, sonst bin ich am Arsch, aber richtig. Kamehameha. Ich muss eiskalt hier kämpfen. Mit Level 5 oder 6 oder so werde ich keine Chance haben. Ach du Scheiße. Kamehameha. Stirb. Okay, gut. Ach so, das geht. Ah, der rechte ist der stärkste dann. Okay. Obwohl er auch ein Glatzkopf ist, egal. Nur noch. Okay. Nachbildtechnik ist ja, das ist für ein Ausweichen oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ist klar, ein Kampfsportturnier benutze Waffen, ist klar. Das hat nur keiner gesehen, nur ich. Okay, weg. Okay, er ist der Schwächste. Okay, seine Werte sind eigentlich sehr gut. Wenn man das gerade so betrachtet. Okay, ich werde noch so. Ich will mal sehen, wie viel Level ich dann machen kann noch. Was machst du nicht? Hey, was hat er jetzt gemacht? Stirb jetzt, verdammt, danke. Hier kann ich wohl schnell leveln. Ich werde bei ihm richtig leveln, also das bringt mir auch vieles. Ha! Combination. Okay. Angriff. Weg mit dir. Gut so. Gleich hat er ein Level up, das ist gut. Ich will bis Level mindestens Level 7 machen. Ja, diesen Teil wird der Son Goku jetzt nur gelevelt von mir. Das ist jetzt mir sehr wichtig. Damit er wenigstens einen ordentlichen Kampf gegen Son Piccolo haben kann. Ja, Ausweichsrate. Ja, wie oft willst du das noch steigern? Egal, du bist jetzt tot. Level 6. Was ist das? Oder soll ich jetzt schon? Ach, ich mache jetzt schon. Da hinten ist die Hauptarena. Achso, ich muss hier raus. Kamehameha. Kamehameha. Kamehame. Du Hundeficker. Obwohl selbst du ein Hund bist. Okay, er ist weg. Okay, ich glaube, es reicht fürs Erste. Ich gehe jetzt raus und tritt Piccolo so doll in den Arsch. Okay, ernste Stimmung. Wer ist der Neue? Er ist ein Monster. Vielleicht ein Dämon, aber er ist stärker als alle anderen hier. Er ist Piccolo, was erwartest du denn? Ich weiß, wer das ist. Das ist König Piccolo. Was? Du machst Witze. Du hast König Piccolo komplett pulverisiert. Er kann das nicht sein. Doch. Ja, ich hab ihn besiegt. Was? Also Son Goku, der geheimnisvolle Mann, der die Welt vor dem Dämonenkönig gerettet hat? Ich fasse es nicht.
Ein Mann? Ja, ein Kind, als er das gemacht hat. Gott sagte mir, dass König Piccolo noch ein Ei ausgespuckt hat, bevor er starb. In diesem Ei befand sich König Piccolo ganze Lebenskraft. Also ist der Kämpfer, der aus dem Ei geboren ist, so ziemlich Piccolo. Noch schlimmer, dieser Piccolo ist noch viel, viel stärker als der Alte. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass das König Piccolo ist. Das wird richtig übel. Aber hast du nicht gesehen, wie Shen von einer Festungswelle getroffen wurde? Ja, dieser Kerl, der aussah wie Piccolo, wurde aus seinem Körper in dieses Gerät gesaugt. Das war nicht Piccolo, er hatte sich einen menschlichen Körper geliehen, damit er gegen ihn kämpfen konnte. Es war Gott, er sieht nur aus wie Piccolo. Ja, jetzt wird's geklärt. Gott ist Piccolo? Ja! König Piccolo und Gott waren einmal ein und dieselbe Person. Er hat seine böse Seite abgelegt und wurde Gott. Der Rest wurde Piccolo. Wenn einer von ihnen getötet wird, stirbt der andere auch. Hochgenommen. Oh, verstehe, das ergibt Sinn. Das erklärt die Festungswelle. So kann einer verbannt werden, ohne ihn zu töten. Diese Welle hat Gott in dieses Gefäß gesaugt. Gibt es eine Möglichkeit, ihn da rauszukriegen? Vielleicht, vielleicht doch nicht. Wir müssen nur den Deckel aufmachen, aber Piccolo hat das ganze Gefäß verschluckt. Er hatte wohl Hunger. Was sollen wir tun? Seine Kraft ist entsetzlich. Nicht einmal Gott konnte ihn besiegen. Du hast recht. Ich muss zugeben, wir können es nicht einmal alle gemeinsam mit ihm aufnehmen. Ich schätze, Son Goku ist unsere einzige Hoffnung. Ich sage nur ungern, aber es ist so. Leute, macht mal schneller, ich will auch mal einen Cut machen. Ja, ich schau mal, was ich machen kann. Heute Party Time. Ich fürchte, wir brauchen dich, Son Goku. Ohne die Festungswelle bist du unsere einzige Chance. Ich bin sicher, Piccolo wollte sich dir in diesem Turnier stellen, weil er Angst vor deinen Fähigkeiten hat. Ja, schätze, du hast recht. Oh, ha. Ich war die ganze Zeit hier. Jetzt habt ihr mich gesehen. Son Goku ist jetzt nur noch ein Hindernis für mich. Ein viel härteres als Gott, zweifellos. Der Kerl hat sein Training offensichtlich vernachlässigt. Hehe, dieses Mal werde ich dich endgültig fertig machen. Der Piccolo, den du stellen musst, hat nichts mehr mit dem vor 3 Jahren zu tun. Ja, ich bin auch nicht mehr derselbe. Hey, rede so viel du willst, das bringt nichts. Wenn ich sie ausgelöscht habe, gehört diese Welt mir. Eine wundervolle, dämonische Welt erwartet. Ho, 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 ho. Okay. Schau so, was geht mit dir ab? Ich habe die Geschichte von Tenshinhan gehört. Ich juble dir zu. Also viel Glück, okay? Okay. Also im nächsten Part geht's weiter. Tschüss.